Hallo aus Schmelz. Ich freue mich auf die Ferien. Denn Ferientage sind für mich wie Feiertage. Genau das ist mit Ferien von der Wortbedeutung her ja auch gemeint. Ferien kommt von dem lateinischen Wort feriae, das ursprünglich feiern bedeutet. Gemeint war eine geschäftsfreie Zeit und bei uns heute ist noch gebräuchlich krank feiern und Feierabend. Die Ferien zu feiern und nicht nur zu verbringen, das finde ich ja eine gute Idee. Vielleicht können Sie sich diesen Gedanken anschließen, egal ob Sie Ihren Urlaub daheim oder woanders, in der Nähe oder in der Ferne verbringen. Das ist zurzeit mein liebstes Möbelstück. Hier habe ich in diesem Jahr schon oft viel Zeit verbracht und hier werde ich auch in den Ferien oft sein. Hier kann ich meine ruhigen Stunden feiern und hier kann ich meine aktiven Stunden planen. Einige der Ideen, die ich geplant habe, buchstabieren wir Ihnen jetzt mit dem Wort Ferien. F wie Freunde und Familie treffen, mit ihnen Zeit verbringen. Wie das ist, wenn wir es nicht dürfen, haben wir im Frühjahr erlebt. E wie erkunden, erkunden der nahen oder ferneren Umgebung. Da gibt es Wege und Orte, die wir lange nicht oder noch nie besucht haben. R. Ruhe finden wir, wenn wir sie suchen. Ganz egal, ob drinnen oder draußen. Ihm, Gott, begegnen. Mit ihm ins Gespräch kommen, mich von ihm finden lassen. E wie erquicken, ein altes Wort. Es meint Kraft schöpfen, durch Tätigkeiten, die gut tun. Hobbys, Leidenschaften, Liebhabereien. Der Buchstabe N kann für Neuanfang stehen, mit neuer Energie oder neuer Ausrichtung in den Alltag starten. Diese Ideen können vielleicht unsere Ferien zu Feiern machen und unser Leben erhellen und in unseren Alltag nach dem Urlaub hineinstrahlen. Wenden wir uns in einem Gebet an Gott. Guter Gott, die Sommerferien beginnen, wir haben Urlaub und wir freuen uns darauf. Lass es eine gute Zeit mit vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen werden. Wir wollen die Ferien als Feiertage, als Festtage des Lebens nutzen, um neue Kräfte zu sammeln, sodass wir gesund und erholt wieder in den Alltag starten können. Amen. Eine kleine Anregung haben wir noch für Ihre Ferien, Feiertage. Vielleicht möchten Sie jemand teilhaben lassen an Ihren schönen Erlebnissen und denjenigen gleichzeitig eine Freude machen und schicken Ihnen auf dem altmodischen Weg eine Postkarte. Wir beiden Gemeindereferentinnen freuen uns auch sehr über einen Gruß von Ihnen. Schicken Sie doch eine Karte einfach an Gemeindereferentinnen Marienstraße 15 66839 Schmelz. Erbitten wir jetzt Gottes Segen für uns alle. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Es segne dich der Herr. In diesem Sinn wünschen wir Ihnen alle frohe und erholsame Ferien, Feiertage. Und wir hoffen uns, dass wir uns nach den Sommerferien so langsam alle wiedersehen können. Bis dahin halte Gott uns fest in seinen Händen. Bleiben Sie behütet. Tschüss!